Guten Tag, liebe Mitmenschen. Ich wollte euch heute einen für mich wichtigen Zwischenbescheid geben, natürlich zum Thema Hartz IV. Es geht um den 15. Januar 2019. Da findet in Karlsruhe ab vormittags beim Bundesverfassungsgericht etwas Besonderes statt. Zum ersten Mal wird explizit über die Sanktionen im Hartz IV verhandelt. Die Urteilsverkündung wird später sein. Unter anderem Harald Thome und Tacheles sind als Sachverständige aufgeladen. Und ich hatte auch das Glück, einen Besucherplatz zu bekommen. Den möchte ich eigentlich auch gerne wahrnehmen. Und meine Planung ist etwas durcheinander, weil ich wollte eigentlich eine Kundgebung anmelden vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich hoffe aber nach wie vor, dass das noch jemand anders tut, damit die Kritiker präsent sind. Ich habe verschiedene Parteien angeschrieben, die Grünen, Grüne Jugend, Jusos, DKP und leider auch die Linke. Sie haben alle gar nicht oder diffus geantwortet. Ich hoffe trotzdem noch darauf, dass es eine Veranstaltung geben wird. Zwei kleine Initiativen haben mich informiert, sie planen etwas. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und hoffe, dass dann ihr mir dabei helft, das zu verbreiten in Facebook-Gruppen, in Foren, Google+, Twitter und so weiter. Erfahrungsgemäß tun das dann 3-4% meiner Freunde oder Vernetzten dann tatsächlich. Wenn es diesmal 5 oder 6% wären, ich würde mich sehr freuen. Bitte achtet darauf. Es geht meiner festen Überzeugung nach wirklich alle an. Dazu jetzt noch etwas. Mein Self-Publishing-Verlag ePubli, NeoPubli, die haben mich also von jetzt auf gleich aus dem Programm genommen. Es gibt keinerlei Bücher mehr von mir bei ePubli, NeoPubli sind nicht mehr zu erhalten. Wie ich finde, völlig ohne jeden Grund. Nun, es ist so, ich habe das mir wichtigste Buch, das aktuelle, habe ich jetzt neu eingestellt. Jetzt diesmal bei Bot. Hat auch eine ISBN-Nummer, ist wieder zu bekommen. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Ich hoffe, man kann es erkennen. Darin geht es zumindest im ersten Teil hauptsächlich eben um die Sanktionen, warum sie falsch, unlogisch und inhuman sind. Das Thema ist mir sehr wichtig. Ich habe von daher auch, ich sag mal, einen Sonderdruck gemacht. Der ist einerseits sehr komprimiert, andererseits eben auch durchaus umfassend und genau. Hier einmal selbst gemastelt, im Drucker, doppelt geheftet und eben wie gesagt 12 Inhaltsseiten. Ich sende euch den gerne zu an eine beliebige Adresse und wer das so nicht mag in der Form, ich habe es auch in einer Druckerei machen lassen, da kommen demnächst auch nochmal 2 Dutzend Exemplare. Optisch noch leicht vermessern, aber mit denselben Inhalten. Ich sende euch auch das
gerne zu. Und ich weiß, Menschen, die sich damit beschäftigen, haben schon Sachen von mir abgelehnt, weil sie gesagt haben, ich weiß doch alles, ich kenne alle Argumente. Ich würde euch bitten, vergleicht es nochmal, vielleicht ist doch noch was auch für euch dabei, für die Argumentation, für die Überzeugung. Ich habe es aus vielen Blickwinkeln betrachtet, diese Sache. Pädagogik, Psychologie, Medizin, Logik, Ökonomie und Volkswirtschaft, aus Sicht der Verwaltungswissenschaft, aus Sicht von Ethik und Moral, Rechtswissenschaft, also Jurisprudenz, und dann schließlich Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsempfinden und auch die Staatsräson. Unter all diesen Aspekten habe ich die Argumente und die Fakten aufgeführt. Und das Fazit ist, Hartz IV muss weg, die Sanktionen müssen weg. Ich schicke euch das gerne zu. Wer mir 1 Euro oder 2 dafür zukommen lassen will, okay. Wer nicht, auch völlig okay. Solange der Vorrat irgend reicht, bekommt ihr das gerne von mir. Wendet euch auf irgendeinen Weg an mich. Ich bin im Netz, außer bei WhatsApp und Instagram, überall zu finden, denke ich. Ich freue mich drüber, wenn ich euch das schicken darf. Und über den 15. Januar halte ich euch auf dem Laufenden. Es geht uns wirklich alle an. Macht's gut.